Abend Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da meine kleine Drehe in den Videos immer viel zu kurz kommt, dachte ich mir, es gibt heute mal ein kleines Video von der Drehe hier auf meinem Hauptkanal. Das Ganze wird ein Flansch für eine Vakuumpumpe für den Alex. Und die erste Operation ist bei mir da immer vorneweg einmal die Vorderseite passend auf Maß bringen. Hierbei habe ich mir Z0 vorne aufs Material gesetzt gehabt und im Kamm, glaube ich, so einen halben Millimeter stehen lassen. Das nehme ich mir dann runter, einfach um da auf die passende Länge immer zu kommen. Das ist nicht unbedingt nötig für das Teil hier, aber so kann ich sauber mitarbeiten. Irgendwie habe ich mir das angewöhnt und das funktioniert immer ganz gut. Ich hatte schon mal, dass ich mir sonst hier beim Raffing da ein bisschen zu viel stehen hatte und mir da ein bisschen arg ins Material gegangen bin. Ja, dann, wenn da vorne die Front passt, dann geht es jetzt hier weiter mit einem Raffing, um das Teil so grob auf Maß zu bringen, wo wir hinwollen. Das sind verhältnismäßig nur humane Zustellung, sage ich mal, aber die Drehe zieht dabei jetzt doch so zwischen 800 und 900 Watt. Und so bei 1000, 1100 Watt wird sie irgendwann stehen bleiben. Also schon so mit das Limit, was jetzt hier meine kleine SC4 so kann. Aber da kriegt man schon ganz gut Material mit weg. Wir gehen hier von 35 mm auf 12 mm insgesamt runter im Durchmesser. Und wenn das Roughing durch ist, dann einmal mit einem kleinen Finishing drüber, der dann noch die letzten 0,2 wegnimmt und dem ganzen Stück dann auch eine schöne Oberfläche verpasst. Was man jetzt hier nicht gesehen hat, ist, ich habe da vorher einmal mit einem 10 mm Bohrer durchgebohrt, dass da in der Mitte eine Bohrung drin ist. Das sieht man gleich, wenn das abgestochen wird, dass da schon ein Loch drin ist. Das habe ich mit dem Reitstock gemacht, weil ein 10 mm Bohrer, das kriege ich hier mit der Drehe so nicht hin. Über CNC, das passt da nicht so. So, jetzt ist außen auch schon alles fertig. Jetzt stelle ich das Ganze noch ab. Ich habe hinten einen halben Millimeter überstehen lassen. Nicht ganz, ein klein bisschen weniger. Und der muss jetzt von der zweiten Seite auch noch weggemacht werden. Und die Oberfläche vom Abstechen, die ist auch nie so schön. Deswegen ist es da schöner, wenn man da nochmal mit dem Facing drüber geht. Ich habe da verhältnismäßig viele Leerfahrten drin, weil ich A nicht genau weiß, wie viel habe ich stehen lassen. Treffe ich die Dicke so genau? Ich habe jetzt den Z0 hier einfach nur aufs Backenfutter gesetzt und den ganz rangeschoben, weil der jetzt nicht so kritisch ist, dass der da auf ein Hundertstel passen muss. Und so nehme ich hier mehr oder weniger nur auf dem letzten Schlichtgang da noch ein bisschen Material weg. Und dann da oben noch einen kleinen Schimpfer. Und dann ist das Teil auch schon fertig. Ja, hier noch ein Foto von den fertigen Teilen. Es gab zwei Stück davon. Nicht wundern, innen drin die Bohrung, die ist vom Seitenfinish nicht wirklich schön. So ein 10 mm Bohrer, der macht einfach kein schönes Finish im Alu. Ist aber auch für den Anwendungsfall total egal, da muss nur Luft durchgehen und sonst nichts. Und Hauptsache außen sieht es einigermaßen schön aus. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant, mal wieder was von der Drehe zu sehen. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao!